Liebe Zuschauer, schön, dass ihr am Start seid. Wir gucken uns nun das Video von Catsplay an. Und zwar Twitch-Streamerin identifiziert sich als Hund. Ich habe keine Ahnung. Also es gibt ja mittlerweile alles Mögliche. Aber als ich weiß nicht, was uns der Titel jetzt genau alles erklären soll und welche Ausmaße das nimmt. Deswegen gehen wir da jetzt definitiv rein. Lasst gerne ein Abo da, würde ich mich sehr freuen. Und nun starten wir und Abfahrt. Wuff. Ja, du bist jetzt vielleicht verwirrt, aber das war die... Hey, warte mal, sie hat ein Tattoo am Hand... Wo jetzt, sie hat ja mehrere Tattoos, sie hat auf der anderen Hand ein Tattoo. Warte, ist das Wolfgang hier? Ist das ein Uhu? Was ist das für ein Tattoo? Das ist aber nicht Wolfgang, das finde ich jetzt ein bisschen enttäuschend. Also ich fordere ein Wolfgang-Tattoo. Wird, aber das war die Antwort, die eine Twitch-Streamerin auf die Frage gegeben hat, ob sie sich als Hund identifiziert. Dog. Wolf, ja. Aktuell geht die Twitch-Streamerin Miaudelin viral in einem Clip, wo sie erzählt, dass sie sich als Hund identifiziert. Und obwohl sie das mit der Hundenummer schon eine ganze Weile lang durchzieht, kriegt sie erst jetzt so richtig krass Aufmerksamkeit, da sie zu Interview war bei einer australischen Radioshow von Kyle und Jackie O. Ein Ausschnitt davon wurde auf Instagram hochgeladen und den teilt nun das ganze Internet. Ich würde also mal sagen, wir ziehen uns das Interview rein und schauen, was hintersteckt. My name is Meow, like a cat, but I am a dog. Why did you call yourself Meow then? You know, it's kind of like, whenever you have a really small dog, like a Chihuahua, and you name it Hercules. Ey, ich bin ganz ehrlich, da ist schon ein gewisser Humor dabei, wenn man sich als Hund identifiziert, aber Miau nennt. Das ist fast so, als würde man eine weibliche Katze Wolfgang nennen. Ja, true. Versteht auch nicht. What happens when I hit this thing? Do you react? I don't like that. It's a dog controller. Ey, ich bin ganz ehrlich, keine Ahnung, was so ein Hundecontroller sein soll. Das Einzige, was ich gefunden habe, wenn man googelt, sind so eine Halsbänder, die auch noch irgendwie elektronisches Signal abgeben können mit so einer Fernbedienung mäßig. Vielleicht ist es sowas, I don't know. Aber strong, dass Miau durchzieht und auf diesen Controller reagiert. Do you have a boyfriend? Handlers. They feed me, they take me on walks. We practice training, which is one of my favorite things, because I get treats. Okay, also... Ja, das ist so... Ich meine, also wenn man daran Gefallen findet und das sein Hobby ist, okay, aber ich werde nie dahinter steigen und werde nicht verstehen. Also, guck mal, wenn ich das schon sehe, kriege ich zum Beispiel... Habe ich jetzt schon Knieschmerzen? Ich sehe das und merke, dass mir schon die Knie wehtun, wenn ich das sehe. Weil ich könnte niemals so auf allen Vieren die ganze Zeit kriechen. Also es ist wirklich, es ist ein sehr weirdes Hobby. Halten wir fest, Miau führt keine Beziehung, sondern sie sucht sich Herrchen oder Frauchen, keine Ahnung. Und die sollen sie wirklich wie ein Hund behalten. Also die gehen mit ihr Gassi, die füttern sie, die trainieren sie sogar und bringen ihr Tricks bei. Digga, also wenn sie das auch wirklich in ihrer Freizeitgestaltung durchzieht, dann Respekt. Aber haltet euch fest, jetzt kommt eigentlich erst der schlimme Part. So, if you go out into the backyard... Was, wenn du zum Kacken in den Garten gehst? Wischst du deinen Hintern am Gras ab? And you do a poo, or do you wipe it on the grass? Sometimes it... Manchmal ja, ich hab's schon mal gesagt. Nein. Boah, schwer, ey. Nee. Also das ist wieder ein Moment, der wo ich mir dann denke, okay, das Hobby ist ein bisschen übertrieben, es wird ein bisschen zu ernst genommen. I have before. Typically though, you know, it's either raining or something, so I gotta get over myself and I gotta use the human toilet, I guess. Digga, die armen Nachbarn. Imagine, du chillst so im Sommer auf deiner Terrasse und dann kommt deine Nachbarin raus. Das kann niemals real sein. Also es gibt Toiletten und sie meint, sie kackt lieber draußen und wischt sich da den Arsch am Gras ab. Aber weil es halt so oft regnet, muss sie sich selber überwinden, aufs Menschenklo zu gehen. Das ist wirklich Wahnsinn, ey. Ja. Naja, sie lebt die Natur, das ist auch schön. Aus, kackt auf ihre Wiese und zieht dann den Arsch noch drüber. Ich bin... Ja? Was denn los? Was denn? Okay, machen wir später, okay. Froh, dass sie wenigstens bei schlechtem Wetter die normale Toilette benutzt. Do you do that in the park? Like, do people give you funny looks?
You know, I don't find myself focusing on what other people, I guess, are their reaction toward me, because I'm so in the moment of just being the dog. Nochmal, die armen Nachbarn. Was ich aber krass finde, ist, dass sie hier an der Stelle ja gar nicht darauf eingeht, ob sie solche Aktivitäten tatsächlich in der Öffentlichkeit macht. Sus. When you do have sex, is it only doggy style or do you do... Okay, die wichtigen Fragen werden auch gestellt. Human things. Excuse me, what the fuck? Junge, was bin ich sehend? Digga, wer stellt so eine Frage? Maximal weird. Was haut man doch nicht raus, selbst wenn man da so eine komische Person vor sich sitzen hat. Aber tatsächlich hat Miau noch ein anderes Interview gegeben, in dem sie erzählt hat, dass das Ganze für sie gar nichts Sexuelles ist und sie sogar aktuell gar keine sexuellen Kontakte pflegt. Aber auf das Interview, auf das gehen wir später noch ein. Aber eine Sache passiert in dem Interview noch. I like that. Quit. Yeah, look, she keeps pulling the phone away. She's an actual dog. Frauen sind wie Hunde. By the way, falls dir das Video hierhin gefallen hat, dann lass doch gerne ein Like und ein Abo da. Und falls warum hat sie jetzt hier die Frau eingeblendet? Also den Namen der Frau. Die heißt doch Miau, ne? Okay, also wenn ich auf die Miau drücke, dann habe ich abonniert. Okay. Falls dir das Video nicht gefallen hat, dann lass ein Abo da, damit Wolfgang ein Leckerli bekommt. Okay, schauen wir uns ihre Social Media Accounts jetzt etwas genauer an. Hauptsächlich ist Miau Streamerin auf Twitch. Dort hat sie auch eine gar nicht so unbeachtliche Reichweite von 16.000 Followern. Sie streamt aktuell so zweimal die Woche, würde ich sagen. Und in ihrer Beschreibung liest man E-Welpe, der nicht beißt. Zumindest nicht doll. Also ihre ganze Twitch-Persona baut darauf auf, wirklich so einen auf Hund zu machen. Manchmal trägt sie im Stream sogar einen Maulkorb. Man kann sie wahrscheinlich, indem man irgendwie Bits spendet oder so, onscreen streicheln und sie bellt dann daraufhin rum. Digga, manchmal legt sie sogar musikalische Einlagen hin. I'm your biggest fan, I'll follow you until you love me. Papa, paparazzi. Hey, ganz ehrlich? Hey, sie kann gut singen und fängt einfach an zu bellen. Baku, moin moin, du bist perfekt hierher gekommen, so in dem Moment, so super. Bin verwirrt. Ich habe nicht damit gerechnet, dass sie actually so geil rausbrettert. Aber alles ganz normal, sie können weitergehen, bloß nicht hinschauen. Miau ist aber auch auf Instagram aktiv. Auch hier hat sie ein Following von 16.000 Abonnenten und auch hier hat sie ein paar Cringe-Dinger hochgeladen, die ich euch nicht vorenthalten will. Oh, good dog, danke. Captain, good dog. Stop it, I'm not a dog. Shake, come on. Good job, attaboy. Ey, mir fällt erst jetzt auf, dass sie legit ihre Zähne so hat zuspitzen lassen. Also sie zieht wirklich durch. Und die hat sie ja auch durchgängig. Also ich glaube auch nicht, dass das irgendwie Fake-Zähne sind. Und auch das mit der Leine und dem Halsband, das macht sie auch konsequent. Das könntest du sein. Was hält dich auf? Ich weiß nicht. Schamgefühl? Und drunter schreibt Miau dann, Cringe-Kultur ist tot. Lebt deinen Traum. Ey, Real Talk, je länger ich mir ihre Internet... Also ja, also natürlich, wenn man Träume hat und wenn man Hobbys hat, ey, lebt das aus. Aber jetzt, also stell mir das jetzt mal vor, stell dir vor, die Gesellschaft besteht halt daraus, also dass jeder so ein Hund ist. Überall scheißt man hin. Überall, wo Grasflächen sind, kommen neben den Hundeschissen, kommen zusätzlich noch Menschenschisse hinzu. Und wirklich, also das ist schon ein bisschen Fiebertraum, was ich hier gerade sehe. Netpräsenz anschaue, desto mehr bin ich mir sicher, dass Cringe-Kultur nicht tot ist. Und zwar mehr noch härter am Überleben ist als Fritz Meinecke. Simsalabim! Da bin ich wieder, hallo. Aber, und das muss man ja auch ganz klar sagen, sie tut Real Talk mit dem Content, den sie macht und mit dem Lifestyle, den sie führt, niemandem weh. Sie lebt einfach ihr Leben. Ja, das stimmt, aber also 100%, ich habe damit jetzt auch kein Problem so, aber ich finde dieses Aus, also ich finde es weird einfach, weißt du, weil als jemand, der sich null damit identifizieren kann, denkt man, dass es irgendwie
nicht ganz halt normal ist. So. Ja, stimmt, was ist hier eigentlich mit der Hundesteuer? Muss ich auch Hundesteuer bezahlen? Weil ich muss auch Umsatzsteuer bezahlen. Ich weiß nicht. Vielleicht tritt bei ihr neben der Umsatzsteuer noch eine Hundesteuer mit auf. Und macht halt Social Media. Und hier stelle ich mir die Frage, hat sie diesen Act von einem Hund nur, weil sie damit Geld machen kann auf Twitch und Instagram? Oder ist das wirklich ein Lifestyle? Ich glaube wirklich, das ist ein Lifestyle. Die lebt das zu krass. Also für mich wirkt das so, als würde sie sich wirklich damit identifizieren, weil die lebt das ganze Ding zu krass aus. Weil den sie auch außerhalb von Social Media pflegt. Diese Frage habe nicht nur ich mir gestellt, sondern auch das News-Outlet Dexerto, denn sie philosophieren, ob das die neueste Meta von Twitch sein könnte. Meta bedeutet in dem Kontext hier, was ist der beste Weg, um auf Twitch viel Geld zu machen. So schreibt Dexerto, im Laufe der Jahre sind Dutzende von wilden Twitch-Metas aufgetaucht, die das Publikum fesseln sollten. Wir haben gesehen, wie Hot-Tub-Streams viral gingen, Zensurbalkendramen, die soziale Medien eroberten und natürlich heiß diskutierte Reaktionsinhalte. Aber jetzt geben einige Streamer vor, Tiere zu sein. Aber um ehrlich zu sein, ob Miau sich wirklich als Hund identifiziert oder das nur macht, um Aufmerksamkeit zu bekommen, das kann Dexerto auch nicht beantworten. Zwischendurch kommt auch immer wieder die Idee auf, dass Miau das nur macht, weil sie da irgendwie einen sexuellen Kink hat. Also siehe zum Beispiel die Frage, ob sie es nur Doggy-Style macht. Und in diesem Interview wird sie im Titel des Videos sogar als OnlyFans-Girl benannt, obwohl sie nie OnlyFans gemacht hat. Schauen wir doch auch einfach mal in dieses Interview rein. Unter anderem erklärt... Hey, wait, aber das macht ja gar keinen Sinn. Also man kann doch nur jemand als OnlyFans-Girl benennen, wenn du weißt, sie hat einen OnlyFans-Kanal. Also, da gibt es uns gar keinen Sinn. Dort sagt auch nicht zu einem Streamer, der nur auf Twitch ist, ja, ist übrigens ein YouTuber. Ist okay, also dann ist ein Kanal mit über 900.000 Abos, erwartet man wenigstens im Titel da eine gewisse Korrektheit. Dass sie in einer Partnerschaft gerne als eine gleichgestellte Person gesehen werden will. Wie das in einer gesunden Beziehung nun mal der Fall sein sollte. Und der Moderator des Podcasts stellt in Frage, ob das überhaupt möglich ist mit der Art und Weise, wie sie sich kleidet und sich identifiziert. Und hier sagt sie was, was ich persönlich unglaublich spannend finde. So I don't deserve respect because I'm dressing like an animal? Okay, hört ihr das? Habe ich keinen Respekt verdient, weil ich mich wie ein Tier verkleide? Ich finde, das klingt schon mal ganz anders, als wir sie in all den Clips, Videos und Artikeln über sie erlebt haben. Sie spricht hier von Verkleiden und nicht unbedingt von Identifizieren. Sie wirkt eher so, als hätte sie Spaß daran, einen Hund zu spielen und als könnte sie schon reflektieren, dass sie nicht ein Hund ist, der gefangen in einem Menschenkörper ist. Und dann fragt der Dude sie nochmal, ja, wenn du jetzt aber einen Freund hättest, würdest du dann wollen, dass er dein Besitzer oder dein Herrchen ist oder dass er ein anderer Hund ist? Und auch hier fand ich ihre Antwort eigentlich ziemlich reflektiert. What's your ideal? A partner who loves and respects me and sees me as an equal that I am. Denn nur weil sie sich als Hund ausgibt oder identifiziert, heißt es ja nicht, dass sie 24/7 auch unbedingt in der Rolle steckt oder 24/7 auch wie ein Hund behandelt werden möchte. Und sie spricht auch ganz offen darüber, dass viele Männer ihr Hundegehabe auch als Fetisch interpretieren und sie darauf runter reduzieren. Und diese sind dann komplett entrüstet, wenn Miau sie ablehnt mit der Begründung, dass sie das gar nicht als Fetisch sieht. A man sees me wearing a dog collar and he's like, oh, I wanna tug on that. Are you wearing that collar for me? Are you saying that the dog thing isn't a sexual fantasy, it's not a kink. Not in any way. Weiter erwähnt sie, dass sie generell eigentlich gar keine Beziehung sucht und auch gar keinen Sex hat aktuell. I am not actively looking. I talked about how I'm voluntarily celibate. Und das klingt ganz anders als das, was wir im ersten Interview gehört haben, wo sie so zusammengeschnitten wurde, dass sie anstatt einer normalen Beziehung halt eben dieses Machtgefälle in Beziehung sucht von Herrchen und Tier. Was auch schon irgendwie mit einer romantischen Beziehung gleichgesetzt wurde im Zusammenhang mit der Frage, hast du denn einen Freund? Hier in diesem Interview klingt sie aber wirklich komplett anders, was vielleicht daran liegen könnte, dass sie hier nicht zusammengeschnitten wurde. Interessant fand ich auch die Stelle, in der sie dann wirklich aufklärt, ob sie das Ganze als Meta sieht oder auch privat durchzieht. I never realized that I was a dog. It is simply a lifestyle choice. Whenever you are young, you engage in play. Oh, I want to be the dad. I want to be the daughter. I wanted to be the dog from the time I was in preschool. Okay. And it was a very exciting thing for me. Also ich erinnere mich noch, ich weiß nicht, ob ihr es auch kennt, wir hatten in der Grundschule damals eine Klassenkameradin, die hat immer von sich behauptet, dass sie eine Katze ist oder dass sie mal eine richtige Katze sein will. Ich weiß nicht, was mit ihr passiert ist. Bis heute denken wir so, yo, was ist eigentlich mit ihr? Ist sie eine Katze geworden? Und vielleicht ist es bei ihr auch so gewesen, weil das hat damals Grundschule gewesen und die hat immer gesagt, ja, und die ist so gern auf Bäume geklettert und so, ne?
Er konnte gut klettern, was es anging, und hat immer so Katzengeräusche gern gemacht. Und vielleicht war das bei ihr mit Hunden und sie lebt jetzt wirklich ihren Traum. Das kann durchaus sein, ich habe keine Ahnung. Früher gab es nur Pferdemädchen. Nee, nicht nur. Nee. Wobei, ich kenne eigentlich gar nicht. Kenne ich? Ich weiß gar nicht, ob ich so selber krass Pferdemädchen kenne. Also, die so unbedingt zur Pferde abgefahren sind. Ich glaube, in der Grundschule zumindest nicht. Natürlich gibt es immer welche, aber so eine hatten wir auch in der Klasse. Wir hatten nur viele Vögel in der Klasse. Okay, das ist was anderes. Ja, aber nee, das, ich erinnere mich. Das war bei uns auf jeden Fall so ein Katzending. Also sollte mal irgendwie hier eine große Katze präsent sein im Internet, dann werde ich mal ein Auge drauf halten, ob das die Katze ist, die mit mir in die Klasse gegangen ist. Weil von ihr habe ich lange nichts mehr gehört tatsächlich. Und mich hätte es echt mal interessiert, was aus ihr geworden ist. Also es ist für sie ein Lifestyle. Es ist. Ich habe auch mal von jemandem gehört, der meinte, er sei ein Drache. Aber das war in einem Video von, Pirscher X. Das haben wir uns schon mal angeguckt. Also sie hat, glaube ich, mal ein Video gemacht, da hat sie auch jemand analysiert und mit kritisiert und mit vorgestellt, und der hat gemeint, er sei ein Drache. Für sie eine Ein Drachen oder so, ja. Yanks, vielen, vielen Dank für den Raid. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Stream gehabt. Ethik ist es für sie etwas, das sie aus Spaß macht und schon ihr Leben lang. Finde ich das komisch? Ja. Ist es cringe? Ja, auf jeden Fall. Sind ganz viele andere E-Girls im Internet ebenfalls cringe? Nein, auf gar keinen Fall. Alle Fälle. Aber letztendlich tut sie niemandem weh. Sie lebt ihr Leben für sich und für ihre Community. Und ich denke, das ist auch okay. Das Einzige, was wir hier auf jeden Fall mitnehmen sollten, ist, dass man Menschen vielleicht nicht nachhängen sollte, dass sie Sexwork betreiben, wenn sie eigentlich einfach nur eine bestimmte Ästhetik oder einen bestimmten Lifestyle führen. Weil das ist schon irgendwie übergriffig. Aber schreibt mir gerne in die Kommentare. Das stimmt, ja. Wie gesagt, checkt das auch nicht, warum man in den Titel schreiben muss, dass sie, ein OnlyFans-Girl ist, wenn sie keins ist. Würde mich abfacken. Und ich glaube, dann würde ich auch sagen, hier, dann nehmt das Video offline oder nehmt mich raus aus der Beschreibung oder aus dem Titel, weil das ist nicht cool. Frage, was ihr von dem ganzen Thema haltet, ich bin ganz ehrlich. Cringe-Kultur ist auf jeden Fall am Leben. Und damit wuff, 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 wuff. Oh nein, was sagt Wolfgang eigentlich dazu, wenn sie so wuff, wuff macht? Leck ein Leckerli. Wolfgang! Woo! Okay, also wir machen jetzt Folgendes, ja? Weil ich das sonst unfair finden würde. Sie hat leider nicht Wolfgang hier auf ihrem Arm stehen. Ich fordere gar nichts. Aber ich finde es ein bisschen traurig, dass hier nicht Wolfgang auf ihrem Arm ist als Tattoo. Und dementsprechend schreibt mal bitte Wolfgang Tattoo in die Kommentare, dass wenn Catsplay das hier sieht oder die Kommentare sieht, dass da praktisch Wolfgang Tattoo drinsteht und sie dann vielleicht mal einen kleinen Gedankenanstoß bekommt im Sinne von, ey, ich sollte mir vielleicht mal ein Wolfgang Tattoo stechen lassen. Einfach aus Liebe zu Wolfgang. Ja, also das würde ich sagen, würde ich bevorzugen. Schreibt mal Wolfgang Tattoo in die Kommentare. Wenn ihr bisher geschaut habt, dann weiß ich, ihr wart bis zum Schluss am Start. Da ich noch nicht tätowiert bin, kann man von mir kein Tattoo verlangen, muss ich mal ganz fair sagen. Ich danke euch fürs Zuschauen, der Link ist in der Beschreibung, da kommt ihr zu Catspray, zu diesem wilden Hunde-Video. Und vergesst bitte nicht, geht am besten auf Menschenklos kacken, ist ja nicht so cool, irgendwie auf irgendwelche Wiesen zu scheißen, weil es reicht schon, wenn der Tretmin von Hunden ist oder von Katzen ist, und da brauche ich nicht noch menschliche Scheiße, und das wäre ganz cool. Ich danke euch nun fürs Zuschauen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wie gesagt, seid immer schön brav und artig und kackt nirgendwo hin. Und kackt auch niemanden ins Bett. Ja, macht das nicht wie Amber Heard, die Johnny Depp ins Bett gekackt hat. Ist auch nicht schön. Also lasst es einfach. Es ist sehr einfach schön, wenn ihr euch versucht, wie ein Mensch zu verhalten. Damit macht's gut, haut rein, Steckchen ans Wäckchen. Euer Alpha Kevin und ciao, ciao.